Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015. Da Lars ist heute mit dabei. Hallo. Dann der Max. Grüß. Und der Kai. Hallo. So, die letzten Tonnen verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie viel es noch im Lager ist. Geht es sicher aus mit dem Felddreschen? Ja. Soll ich kurz mal kommen, abbunkern? Nein, der Lars ist gerade hier. Ich habe ihn gerade abgebunkert. Okay. Ja, ich fahre eben die Bahn noch mit. Ich habe ja noch nicht so viel zum Robbern da. Ja, warten wir noch. Was man ist, also der Kai ist beschäftigt mit seinen Kühen. Genau. Das war es halt vorher noch, bevor hat er mir die Bilder auf Skype geschickt, was er im Real Life macht. Mhm. Und jetzt macht er es da auch noch. Ja, so gut. Nur machst du es da ein bisschen größer. Ja. Ein bisschen. Da hast du ein bisschen mehr Maschinen. Ja, das stimmt wohl. Obwohl sie zwischendurch mal so ein bisschen Handarbeit ist, auch nicht so schlimm. Habt ihr einen Futtermischwagen bei euch? Futtermischwagen. Okay. Wir füttern damit alles, also Gras und Mais. Nur wir haben jetzt... Was ist da der Unterschied zwischen einem Verteilwagen und einem Mischwagen? Mischwagen mischt das durch. Verteilwagen ist einfach nur der Siloschneider, stellst ein Paket hin, okay. lädst das auf über die Klappe, die kannst du hinten runter machen. Okay. Und der mischt das halt nicht ordentlich durch. Ah, verstehe, der ist sozusagen, der zerteilt das sozusagen nur. Ja, genau. Verstehe, okay. Und ja. Und danach musste ich halt noch Mineralfutter rüber kippen. Mhm. Weil unsere Inhaltsstoffe gerade nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Halt die Milchwerte, sozusagen. Ja, Eiweiß und Fett. Kriegt sie da mehr Geld von der Molkerei, wenn sie bessere Werte habt? Ja. Okay. Genau, ein Basispreis und dann gibt's halt, desto besser die Werte, desto mehr Geld. Und im Endeffekt, jetzt seid ihr nicht so gut, da bekommt ihr nicht den besten Preis. Ja, also man könnte damit schon leben, aber wir wollen ja bessere Werte. Nur für euch jetzt sozusagen wollt ihr das jetzt, oder weil es einfach mehr Geld gibt? Und weil es auch mehr Geld bringt. Okay. Ist da viel um? Rentiert sich das mit dem Futter nachher zusätzlich, was du drauf geben musst? Okay. Ja, natürlich. Sonst würdest du das ja nicht machen. Ja, es könnte sein, dass das, weiß nicht, am einfach, Anfang... Einfach, dass der schöner aussieht, der Betrieb, oder? Naja, das ist das erste Mal. Und zweitens könnte es auch noch sein, dass es am Anfang voll in den Negativen geht. Und ewig lang dauert, vielleicht ein Jahr oder sowas dauert, bis der Wert halbwegs wieder okay ist. Bis er sich hochgefahren hat, ja. Keine Ahnung, ich habe ja keine Ahnung, wie lange sowas dauern kann. Ja, es ist unterschiedlich. Es gibt Sachen, die wirken schnell und ja. Ich bin voll, gleich einmal. Ja. Entweder fährst du zur Reederei rauf, dann fahre ich einmal kurz beim Runterfahren zum... Ja, wäre besser, ja. ...zum Max hin, weil sonst in 20 Minuten wird es uns ein bisschen Probleme kriegen, wahrscheinlich mit dem Feld. Ja. Es geht. Denk mal, ich schaff's in 10. Ja, du stehst jetzt nachher wahrscheinlich, wenn da... Momentan habe ich 90% drin. Genau, relativ fix voll. Ja, ich weiß es. Ja, ich geb was. Wir haben aber schon jetzt wieder 300.000. Ach, cool. Ich bin gerade überlegen, ob wir wirklich nicht auf schon Rübentechnik gehen, jetzt. Ja. Oder hänge jetzt einmal irgendwas. Halt, ich würde fast den kleinen Ladewagen oder sowas verkaufen. Oder wir lassen ihn mehr. Nein, wir verkaufen ihn, weil es ist unnötig. Kaufen, ja. Dass wir einen großen Ladewagen nachher auch schon mal haben, zum Häckseln nachher. Und was wir aber auch brauchen, ist unbedingt Anhänger für die Roder. Weil ich bin mir nicht sicher, ob der große geht. Ja. Oder wir probieren zuerst, kaufen zuerst die Roder, die zwei Stück. Gucken, welche Hänger. Und gucken, welche Hänger wir brauchen. Ob wir andere Hänger brauchen. Ja. Normalerweise hast du ja nur so Agroline oder sowas, wenn du drüben oder Kartoffelroden tust. Weil ja das Band gar nicht höher ist. Ausprobieren, ob der drunter passt. Ja, genau. Und wie er drunter passt. Weißt du, wenn es ganz eng ist, kannst du wieder nicht während dem Fahren abfahren. Ja. Da muss ordentlich Platz zwischen sein. Ja. Obwohl ich weiß, dass sie das jetzt gemacht haben beim 15er, dass sie das Band ohne Kollision versehen haben. Weil du kannst. Sieht ja scheiße aus, du kannst da, ja, das stimmt. Das, und außerdem, ja. Hast du dich jetzt schon in einen T8 reingesetzt? Kurz? Nee. Jetzt schaut er frei? Ja, müsste einer frei sein. Stimmt, der ist so ganz schwul da oben. Der ist so beschissen, oder? Und der hat das Licht auch nicht an dem kleinen Hebel da links, das ist nur für Blinker. Ja, ja. Und der in das Licht. Ja, rechts wahrscheinlich in der Kunst. Ah, der hat's vorne in der B-Säule oder A-Säule ist das. Hat die ganzen Lichtschalter. Direkt neben diesem. Nee, nein.
Das ist für den Bordcomputer, für den Bildschirm darüber. Dann hat er wahrscheinlich rechts. Oh ja, vorne, das ist das eh. Jetzt habe ich da runtergeschaut. Rechts in der. Hast du den Traktor abgebildet? Da hast du alle Lichter auf. Bei den anderen. Ja, gut, dann kann das sein, dass es bei dem so ist. Bei den anderen sind das nämlich auf jeden Fall nur die Arbeitsscheinwerfer. Und die sind. Warte mal, wo sind die hier? Ja, die sind auch dort. Doch, das könnte. Ich glaube, der hat das alles gleich, die ganze Lichtsteuerung drauf. Und Reifendruckregelanlage und so weiter. Ja, hat der voll. Ja. Der hat sicher eine. Bin ich mal halt bei meinem. Bei deinem nicht, weil du hast ja einen Smartwax, der ist ein bisschen wertlos. Weil ich glaube nicht, dass du auf die Fronträder Reifendruckregelanlagen dann drauf hast, wenn du hinten Ketten hast. Oh, wieso nicht? Ja, weil es nichts mehr bringt, oder? Doch. Für was? Dass du vorne noch weniger Bodendruck hast. Ja, aber du hast hier vorne sowieso fast kein Gewicht beim Smartwax, weil der voll auf den Ketten aufliegt. Du treibst ja auch die Smartwax mit vorne fast nicht an, dann. Ich schätze, dass du da sogar schaust, dass du beim, wenn du ein Smartwax hast, dass du vorne auf den Rädern nur so viel Druck, so viel Pressdruck auf der Erde, gerade dass du Kurven fahren kannst oder sowas. Scheiße, ich bin nicht oben runtergefahren. Ah, ja, ich habe schon der Last schon da, der war kurz schon da. Auf das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich war einfach mein Standardweg am Fahren. Ja. Aber Lars, du könntest. Warte mal. Ja. Ich überlege. Entweder du fährst mal einen Hänger rauf, einen kompletten. Dann krieg ich noch einen Hänger voll. Oder du fährst ihm ab und fährst dann oben hin und holst den letzten Hänger, weil es geht sich wahrscheinlich genauso aus, was noch drinnen ist, weil ich krieg höchstens einen halben Hänger mehr raus. Ja. Aber ich sag's dir gleich genau. Ja, Lars, glaube ich, schneller, wenn der da nicht so hochfährt. Wir werden jetzt mal schauen. Es sind noch 21.000 Körner meist drinnen und ein bisschen was. Halt, fahren wir durch einen Hänger hoch, dann geht es sicher aus, dass ich ganz genau noch voll wird. Ja. Mit einem kompletten Gespann. Dürfte jetzt ja gleich voll sein. Nicht? Und dann fahre ich noch einmal komplett und fahre dann zum Hänger schon runter, dann kann man den anderen schon wieder wegräumen. Beziehungsweise Gerste haben wir nichts eingelagert, da können wir ja nur ganz normal. Ja, ich gebe schon alles. Ja, das hat ja Zeit, das hat ja 22 Stunden oder sowas. Ich weiß eh nicht, was wir mit dem Geld machen sollen. Ganz genau. Rübentechnik. Erstmal verdienen. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass wir Rübentechnik mit Traktoren machen. Einmal. Ja, bei Rüben ist es ja nicht so schlimm. Es ist bei Kartoffeln auch nicht so schlimm. Hast halt zwei Reihen. Ja. GPS fahren, ja. Ja. GPS mit Offset und es geht schon. Wenn es dann zwei Rübenruder hätte, wäre es natürlich noch geil. Das ist sicher auch einmal was. Ja. Wir haben mal was anderes. Sieht man nicht so oft und wir wollten ja eh alles zeigen. Und dann könnte man von denen nachher aufsteigen, nachher sobald, weißt du, wir machen einmal das und dann öfter machen wir es eh nicht mit denen. Nee, und dann steigen wir auf die Vollernte. Wie beim Häckseln. Genau, wie beim Häckseln. Wäre vielleicht eine Idee wert. Ja. Weil die Technik kostet nicht viel. Ja. Aber können wir uns jetzt wahrscheinlich sogar schon leisten, ja. Ja, da würde ich aber zwei sagen, oder? Ja, natürlich. Ja. Weil die jeweils also doppelt gespannt. Ja, ich glaube auch von den Blattvernichtern, wie sich das Ding nennt, naja, bei dem, oder? Naja, beim Rüben, da hängt sie mir direkt vorne drauf. Ja, so, bei Rüben, okay. Ja, bei Kartoffeln. Hast du bei Kartoffeln mit einer gereicht? Weil beim Kartoffeln ist er, versetzt sie sich nach rechts außen oder nach links außen. Links außen normalerweise. Rechts außen. Oder rechts außen, keine Ahnung. Rechts außen. Immer zur Joystick-Seite. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, immer zur Joystick-Seite. Wieso? Immer zur Joystick-Seite? Gibt es einen Grund dahinter auch? Oder nur weil es so ist? Nein, oder auch rechts Seite, weil, fährt, keine Ahnung. Nein, du hättest. Ach Gott, Lars. Nach hinten umdrehst und dann. Du hättest oben hinfahren sollen, dann hätte ich einen ganzen Anhänger gebracht. So meinst du das, ja. Ja, jetzt ist es wurscht. Achso, scheiße, ich habe doch 5000, die nehme ich jetzt mit. Wieder. Dann hole ich mal den Rest und fahre nachher zum Hänger runter, zum Drescher runter. Drescher ist eh gleich wieder voll. Ja, kannst du machen. Ja, du musst aber auch noch zum Drescher. Weil ich komme jetzt zum Fall. Ist oben noch drin, über 21.000. 21.700. Ja, das geht sich nicht aus. Ja, das stimmt. 700, ja.
Ja, auf jeden Fall beim Joystick ist das so, dann drehst du dich auch nach rechts hin. Ja. Dann hast du da immer die ganzen Bedienelemente ja sowieso. Und dann musst du dich nicht mal umdrehen, um alles zu bedienen. Ja. Deswegen. Ja. Deswegen versucht man auch mal zu hexen, dass der immer. Also je nachdem, wenn man Bahn fährt, dann geht es natürlich nicht, aber wenn man Inseln macht, dann versucht man immer zur Joystick-Seite zu hexen. Das nächste ist auch noch, was man sich kaufen könnte, ist auf größere Traktoren zu gehen. Eine größere Gruber. Halt ja, große Gruber, vielleicht auch zweite Seemaschine. Und den Tiger. Die 9 ja. Meinst du? Ah, die 9 und den Tiger, beziehungsweise Quadrig und den Tiger. Ja. Dass wir mal einen gescheiten Gruber haben und dann noch so eine mistige Scheibenegel. Ich weiß nicht, könnte man natürlich auch machen. Ja. Könnte sich ausgehen, Markus, schon noch 10%. Ja, ich fahr nicht zu tief, hat sich drauf. Scheiße. Naja, dann fahr ich auch schon da. Ich bin direkt hinter dir. Ungefähr. Der fährt ja 60, ich fahr ja nur 50. Ja. Weil ich weiß nicht, was jetzt am sinnvollsten ist, oder ob wir jetzt mal sagen, wir machen Rübentechnik. Weil Rüben, wie viele Felder könnte man Rüben anziehen? Wo haben wir Körner meist gehabt? Auf wie vielen? Zwei Felder. Den großen. Das wäre jetzt aber nicht einmal so schlecht. Ja. Die zwei Felder. Vor allem fangen wir ja sowieso mit der etwas kleineren Technik und dann können wir im nächsten Durchgang auf Kartoffeln gehen und machen wir da, wo Rüben waren, Kartoffeln. Wie schaut's da aus mit der Fruchtreihenfolge? Können zuerst Rüben und es können eigentlich zuerst Kartoffeln und dann Rüben. Laut halt der Fruchtreihenfolge, das vom Ingame sozusagen Zeug. Ja, das kann man ja einmal übergehen. Weil das wird halt besser passen. Ja, aber auf den großen Feld Kartoffeln machen. Das ist schon heftig. Ja, ist eine Herausforderung. Da brauchen wir 20. Na, mit Rüben sind nicht schlimm. Rüben sind 2,50 Meter oder 3 Meter sogar Arbeitsbreite. Ja. Die Kartoffeln, nur die zwei Reihen sind das Problem bei Kartoffeln. Ja. Das ist hat dann auf jeden Fall alle was zu tun. Ja, das haben nicht alle was zu tun, weil du musst vor die Rübenruder auf jeden Fall die 2T8 hängen. Ja, aber du kannst ja dreschen. Abfahren kannst du auch mit anderen Maschinen. Na, nicht die großen Hänger. Ja, wir haben ja noch einen kleinen. Jo. Oh, das geht schon gerade so aus. Das ist die einzige Möglichkeit, nur mit den kleinen dabei. Außer wir sagen, wir kaufen jetzt noch einen, weil die Technik kriegen wir auf jeden Fall zusammen, dass man sich noch einen großen Träger auch noch kaufen irgendwas. Ja, wir könnten dafür dann auch mal einen verkaufen. Beziehungsweise wir mit dem Magnum ja auch zum Abfahren. Ja. Aber du willst auch so einen TTV irgendwann nicht. Das ja, aber der hat so ausgehen. Ich weiß nicht, ob man auch jetzt schon einen Traktor, halt ich hätte fast einen T9 davor sagen, weil wir haben jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld wir zusammenbekommen insgesamt. Und hier aber unten steht beim Kuh sowieso noch ein alter Deutz nur rum, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja, die Deutz lass dabei. Sind die schön oder was? Das sind die guten Traktoren. Wie soll ich vorne stehen bleiben? Ja, ich fahre ja dann wieder runtergefahren. Das ist ja schön. Bist eh schon wieder voll, oder? Ich hab noch 12% jetzt gerade. Gerade ist voll geworden. Aha. Jetzt zeige ich wieder mal, was ich kann. Was wir da wissen, der Markus. Sicher. Weißt du, das Gedüngte da, was da ist, noch der Streifen, das ist ich auch noch weiß. Nice. Und da sind jetzt drei Gehänge stehen geblieben. Ja, Chef 2. Und wir brauchen auch noch einen Mischsteuer. Achtung, mein Schaltwerk! Oh. Ich hab nicht weitergeschoben. Wollte schon geradeaus weiterfahren. Ich weiß, dass wir einen Mischsteuer, wir brauchen auch noch einen Gülle, aber das ist alles noch. So richtig, das zahlt sich fast nicht aus, weil dann nichts da ist. Obwohl jetzt haben wir 50 Kühe nach, jetzt wird es ja, ein bisschen deswegen. Mehr. Aber wir haben jetzt schon 600.000. Wenn da. Inzwischen noch Gerste danach machen. Ja, aber Gerste ist nicht viel. Ja. Mir fällt auch nochmal 100 Tonnen. Glaubst du, dass es wirklich 100 Tonnen sind? Ja, also für also, glaube ich, denk mal schon. Pflanzenfelder. Weil dann sind das 100 noch 160.000. Weil sind wir irgendwo wahrscheinlich bei 800, 900.000. Da kann ich auch noch ein paar Felder kaufen. Aber das ist schon fast die große Rübentechnik ausgehen. Ja. Er sichert jetzt sich aus, genau, aber ich weiß nicht, ob man nicht die kleine herzeigen sollten. Doch, die kleine ist ja auch cool. Halt, ich würde es auch nicht verkaufen, ich würde es alle stehen lassen einfach auf der Map irgendwo. Es gibt ein Resümee dann am Ende machen. Was? Mal. Na, am Ende nochmal irgendwie
Ja, ich hätte dann auch keine Maschinen mehr verkaufen. Haben wir irgendwas verkauft irgendwann einmal? Ich glaube eine kleine Sämaschine oder sowas und die Gruber. Kleine Sämaschine, kleine Anhänger. Ja. Gruber. Flug. Also viel haben wir gar nicht verkauft. So, wir sind jetzt gleich fertig. 612.000, einen ganzen Anhänger noch. Den werde ich jetzt gleich mal verkaufen fahren. Aber wir sind kriegst du auch alles rein, oder? Ich krieg leicht alles rein. Ich habe 78%. Ich kann ja ein bisschen mehr laden als der Lars. So, wir sind am Ende des Partners. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Wenn es hier weitergeht im LS15-Projekt mit einem Haufen Geld. So viel Geld habe ich schon lange nicht im LS gehabt. Außer wenn ich eins hinzueditiert gehabt habe, dann habe ich mehr gehabt. Aber wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Part. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.